Die härteste Äußerung, die ich gehört habe, war bis jetzt, dass mir jemand gesagt hat, so einem wie dir sollte man das Instrument wegnehmen. Das finde ich recht krass, dass man das an einem 15-Jährigen so sagen kann. Finde ich recht hart. Ich bin Loris Simling, ich komme von Ibach und spiele seit 5,5 Jahren Schweizer Orgel. Volksmusik gibt mir irgendwie Halt im Leben und man kann irgendwie immer Volksmusik machen und als Instrument kann man irgendwie überall hin mitnehmen und darum hat man eigentlich immer Musik dabei. So. Ich sehe mich eher im Modernen, weil das ist das, was mir momentan recht viel Freude macht. Aber die Hai und an Stubete spiele ich auch sehr gerne traditionell und es hat bei mir immer so Phasen gegeben, wo ich wieder traditionell und fast nur traditionell gespielt habe und jetzt ist wieder so eine moderne Phase. Irgendwie finde ich, sie ist stehen geblieben. Die Schweizer Volksmusik ist wie nicht mehr, hat sich nicht mehr so weiterentwickelt im Ganzen. Also es gibt natürlich immer so Sachen, die wirklich gut weitergegangen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass man die Volksmusik gerade in unserer Generation recht gut verändern könnte. Und das probiere ich auch irgendwie zu machen. Und da sind ganz viele in meinem Jahrgang oder älter auch der gleichen Meinung, dass man einfach der Tradition gleich noch treu bleibt, aber gleich irgendwie einen neuen Wind reinbringt in das Ganze mit anderen Musikrichtungen und einfach so ein Eigenkompositionen. Ich komme hierher, um irgendwie Ideen zu sammeln für eine Komposition. Oder habe meistens das Instrument gerade dabei und gehe hier einfach ein bisschen musizieren. Also es ist speziell hier aussen irgendwie die Naturgeräusche, wie man jetzt gehört, hier irgendwie Flussgeräusche oder irgendwelche Tiere im Hintergrund, da hat es manchmal Schafe. Und das ist irgendwie recht cool, wenn man so mit der Natur zusammen ist, zum Musik machen. Eigentlich erst seit ich das Schweizer Orgel habe, mache ich Musik. Vorher hatte ich nie einen Bezug oder so zu der Volksmusik, weil wir haben eher eine sportliche Familie, die eher so Skifahren und so. Da bin ich eigentlich recht der Aussteiger, der da eher Musik macht. Zum Schweizer Orgel bin ich gekommen, weil wir haben einen Instrumentenparcours von der Schule aus. Und dort kann man einfach so im ganzen Schulhaus Instrumente ausprobieren. Und dann war irgendwie das erste Zimmer vom Schweizer Orgel. Und dann bin ich dort drin und war völlig fasziniert von dem Klang und wie es aussieht. Nur schon, ich finde, es sieht einfach schon extrem schön aus. Und dann habe ich angefangen zu spielen in der Lektion und das hat mir einen extrem Spass gemacht. In der Primar vor allem sind schon recht, habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Kollegen, mein Umfeld, mich ein bisschen ausgelacht hat für das, was ich mache. Aber mittlerweile ist das eigentlich komplett normal. Bevor man sicher irgendetwas sagt über die Volksmusik oder irgendwelche Vorurteile schafft, sollte man zuerst mal wirklich das hören, was Volksmusik ist. Und sich wirklich mal dort ein bisschen einschaffen. Und dann merkt man, dass es wirklich nicht so das ist, was man wahrscheinlich davon gedacht hat. Natürlich, meine Vorbilder in der Volksmusik sind gerade so der Markus Flückiger, den ich wirklich extrem verfolge. Und sonst höre ich recht viel, wie Badent Dochsner oder Herr Sultana, finde ich auch extrem spannend. So Sachen höre ich einfach sonst. Meistens ist die Komposition selber auf einem Gefühl oder auf einem Moment im Leben aufgebaut. Und dann spielt man einfach so ein bisschen Melodien. Vielleicht ist das sogar in der Natur zum passenden Moment, wo man gerade vertonen eigentlich. Und da man ja jetzt mit dem Schweizer Orgel keinen Text schreibt, wo man das so gut äußern kann oder so, ja, weiss ich auch nicht, ob das so rüberkommt, aber es ist meistens einfach auf einem Gefühl oder auf einem Moment aufgebaut. In der modernen Volksmusik ist es halt gleich mal so, dass die ältere Generation nicht zufrieden ist mit dem oder das nicht gut findet. Und da bin ich auch schon recht hart angegriffen worden mit Wort.
die ja, recht hart waren. Und das hat einem dann auch ein bisschen wehgetan, weil das ist auch gleich etwas, wo man selber das Gefühl hat, dass es gut ist. Und das, ja. Wenn jemand einem sagt, dass es nicht gut ist, was man macht in der Musik, dann sollte man es nicht zu ernst nehmen, weil die haben vielleicht weniger Ahnung als du selber. Und darum mach einfach weiter das Ding, was man macht. Ja. Wenn ich eine Band oder eine Formation gründen müsste mit vier Personen, würde ich wahrscheinlich den Dominik Flückiger am Schweizer Orgeli, den Bühne Huber, Ter Sultana und den John Mayer auswählen. Das, ja, das wäre eine herrliche Band. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich ein Träumer bin und dass ich es auch. Also, ich glaube, von dort kommen auch die Inspirationen, dass ich einfach alles extrem genau anschaue und ich irgendwie auch alles recht spannend finde, egal was es ist. Und das ist vielleicht schon auch etwas, was mich in der Musik weiterbringt. Ja, ich habe mich schon recht mit dem auseinandergesetzt, das Studium zu machen in Volksmusik, weil ich Musik sehr spannend finde. Und gerade in der Volksmusik lernt man auch recht viel über Jazz und über andere Musikrichtungen im Studium. Und das wäre extrem cool, wenn ich mal Musik studieren könnte. Mit der Musik möchte ich erreichen, dass andere Junge vielleicht auch mal etwas ausprobieren, wie in anderen Musikrichtungen. Und dass es nicht gerade heisst, dass es schlecht ist oder dass es nicht gut ist. Und es wäre natürlich sehr cool, wenn man irgendwie ja, berühmt wird werden in der Volksmusik oder wenn man angesehen wird, dem, was man macht. Das ist schon mein Ziel.